Die Mauer bröckelt. Stückchenweise. Bilder von heute früh vom neuen Übergang zwischen Lichterfelde und dem benachbarten Teltow. Bilder, wie man sie bis gestern noch nicht für möglich gehalten hätte. Lebende Bilder vom Todesstreifen. Guckt mal hierher. Einen recht schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Der Abendshow-Moderator meldet sich auch heute Abend wieder von der Grenze, von der Mauer, die ihren Schrecken, so scheint es und so hoffen alle, mit heißem Herzen verloren hat. Das Brandenburger Tor, das Symbol Berlins. Welch anderes Symbol könnte so geschichtsträchtig sein? Hinter mir von Langhans, 1788 bis 1791 erbaut. Und heute stehen die Menschen hier und warten darauf, dass die Mauer an diesem und vor diesem Tor abgebaut wird. Gerade die Polizei wieder mit einer Durchsage. Aber die Polizeipräsidenten, so haben wir es erfahren und so ist es gemeldet worden, haben sich telefonisch unterhalten. Die Präsidenten in Ost- und West-Berlin. Und der Polizeipräsident Ost hat dem Polizeipräsidenten West dann wohl gesagt, heute Abend würde nichts geschehen und heute Nacht würde nichts geschehen. Aber die Menschen stehen hier und warten. So wie sie gewartet haben, heute Morgen in Lichterfelde im Südwesten Berlins, als ein neuer Grenzübergang eröffnet wurde. Lichterfelde, Ostpreußendamm. Hier endete die Straße bisher an der Mauer. Auch heute früh um 7 war das noch so. Es war nur eine lebende Mauer. Dass es dahinter weitergeht, daran werden wir uns jetzt gewöhnen müssen. Letzte Arbeiten am neuen Übergang. Seine Ordnung muss alles schon haben. Auf der Westseite arbeitet derweil das Begrüßungskomitee des Bezirks Steglitz. Und dann, um 8 Uhr, ist es soweit. Bewegung im Osten. Guten Morgen, Klaus-Dieter Friedrich, Bezirksbürgermeister von Berlin-Steglitz. Ich freue mich, lieber Herr Kollege aus Teltow, dass wir uns an dieser Stelle treffen und dass wir an einem denkwürdigen Ereignis teilnehmen. Diese Straße verbindet wieder. Und wir haben auch gleich ein paar Karten mitgebracht, damit Sie sich in unserer Gegend hier gut auskennen. Ja? Dafür sagen wir herzlichen Dank. Ja. Zum Wohle. Nach den Offiziellen durfte sich dann auch das Volk begrüßen. Hunderte waren auf den Beinen. Die Teltower haben sich für ihre Nachbarn aus Lichterfelde schon was einfallen lassen. Herrlich. Man kann es nicht fassen. Dann die ersten Wagen. Das Straßenbauamt vorneweg. Überwältigend. Ich war 17, als hier zugemacht wurde. Und jetzt kann es nicht fassen. Wir freuen uns, dass wir endlich mal wieder in West-Berlin können sein. Ganze Schulklassen sind auf den Beinen, aus Steglitz wie aus Teltow. Erkennen Sie den Unterschied? Mit der Klasse hier. Ja. Wir wollen hier gucken kommen und begrüßen. Wir müssen nicht in die Schule. Doch, nachher gehen wir wieder. Die ersten Schüler, das waren Steglitzer. Die anderen kamen aus Teltow. Und dann hatte die Grenze auf einmal so gar nichts mehr mit Grenze zu tun. Bilder einer Grenze. Die Mauer als begehrtes Objekt der Souvenirjäger. Die Spaziergänger aus Lichterfelde waren inzwischen beim nächsten HO-Laden angekommen. Hier gab es frische Milch und Schrippen. Ist das hier jeden Morgen so voll? Nee, überhaupt nicht. Heute viele Westkundschaft. Ja. Und die trollte sich dann irgendwann am neuen Ortsschild vorbei wieder nach Hause oder zur Arbeit. Wird die von Schadow geschaffene Quadriga 1794 geschaffen? Heute Nacht, morgen früh, morgen Nachmittag, irgendwann in den nächsten Stunden erleben das die Mauer hier von dem Brandenburger Tor. Fällt, dass sie einen Übergang zur Straße unter den Linden und weiter zum ehemaligen Lustgarten hin und weiter über die Spree hinüber zum Roten Rathaus läuft und verläuft und die Menschen hinüber und herüber können. Wir wissen es zu dieser Stunde nicht, aber wir hoffen es.
sowie Menschen darauf gehofft haben in Neukölln, als dort heute ein neuer Grenzübergang eröffnet wurde. Heute Morgen, 7 Uhr, Sektorengrenze Stubenrauchstraße in Neukölln. Fegen im Westen, Fegen im Osten. Letzte Vorbereitung für einen weiteren deutsch-deutschen Begegnungstag. Die Rudower hissten schon die Grußtafel. Die massante Brücke über den Teltowkanal war über Nacht zurechtgezimmert worden. Künftig sollen hier Fußgänger und Radfahrer kreuzen. Ein paar Minuten noch, warten auf die Nachbarn von drüben. Auf wen warten Sie? Auf meine Schwester, auf meinen Bruder, die hier drüben in Johanneshalb wohnen. Sie wohnen hier? Ich wohne hier in der Neuköllner Straße am Sportplatz von TSV Rudo. Und naja, vor kurzem habe ich hier neu gewohnt. Wir hoffen genauso, so wie die DDR-Bürger hoffen, dass es nicht, so hat nicht mehr passiert, dass so ein Scheiß hier aufgebaut wird. Gemeint war dieses Motiv aus dem innerdeutschen Alltag. Es wird auch hier dem neu erwachten Ost-West-Verkehr weichen müssen. Schlag 8 Uhr, Geschenketausch und Händedruck der Bezirksbürgermeister Polauke und Bielka aus Treptow und Neukölln. Eine Erinnerung an diesen heutigen Tag, der so unwichtig nicht ist, glaube ich. Dankeschön. Dann ist einmal mehr die Grenze offen. Gut 1000 Berliner nutzten die Gelegenheit zum Schulterklopfen. Auf der Brücke ging es minutenlang weder vor noch zurück. Ich wohne im ersten Block hier drüben, gleich in der Stubenrauchstraße. Und ich kann Weihnachten mit meinen Geschwistern verbringen. Das ist so schön. War mit Hund. Es hat lange gedauert und ich glaube, das ist ein neuer Anfang. Und dann kam sie endlich, die Schwester aus Johannisthal. Nach einer Stunde langsam löst sich der Menschenstau. Zeit für Erinnerungen vor Kameras und Mikrofonen. Wir sind hier groß geworden. Wir sind hier baden gegangen am Kanal. Also wir sind hier hin und her uns Kaugummis kaufen gegangen. Wir sind hier in Kino gegangen, alles. Ja? Also wir kennen das ganz genau hier die Strecke. Was haben Sie denn noch vor heute? Jetzt gehen wir erstmal frühstücken. Ordentlich Sektfrühstück machen. Ja. Nachmittag muss ich arbeiten gehen. Also ich muss dann zeitig wieder zurück. Ja. Und hier die Nachrichten. Entgegen ersten Ankündigungen ist an der Spätbrücke in Neukölln heute kein neuer Grenzübergang geöffnet worden. Wie es jetzt heißt, wird darüber noch verhandelt. Nach bisherigen Informationen ist dieser Übergang nur für Kraftfahrzeuge vorgesehen. Die Berliner Banken wollen nur noch bis einschließlich Sonnabend Begrüßungsgeld an Besucher aus Ost-Berlin und der DDR auszahlen. Begründung: ein normaler Kundenverkehr sei fast unmöglich geworden. Die Geschäftsstellen seien weder räumlich noch personell darauf eingerichtet, einen derartigen Massenbetrieb abzuwickeln. Mit weiteren Änderungen bei der Auszahlung des Begrüßungsgelds ist offenbar zu rechnen. Die Bundesministerin für innerdeutsche Beziehungen Wilms hat in einem Brief an Sozialsenatorin Stamer darauf hingewiesen, dass die 100 D-Mark künftig nur noch bei Postämtern und Bezirksämtern abgeholt werden sollten. In absehbarer Zeit auch nicht mehr sonntags. Seit heute wird im Notaufnahmelager Marienfelde wieder ein erheblicher Andrang von Übersiedlern aus Ost-Berlin und der DDR registriert. Mitarbeiter schätzen die Zahl der Neuankömmlinge bis zum Nachmittag auf 1000. Seit Öffnung der Grenzen Donnerstagabend haben sich bei den Behörden rund 7500 Übersiedler gemeldet. Zwei Drittel von ihnen wurden in Notunterkünften aufgenommen, der Rest hat eine private Bleibe gefunden. Der regierende Bürgermeister Momper ist gegen eine Vier-Mächte-Konferenz über die Vorgänge in der DDR. Auf einer Pressekonferenz heute Nachmittag bezeichnete Momper entsprechende Vorschläge als schlichtweg überflüssig. Die jüngsten Entwicklungen könnten auch auf deutsch-deutscher Ebene verhandelt werden. Momper forderte die Bundesregierung auf, so schnell wie möglich eine Kabinettssitzung unter Beteiligung des Senats zu den anstehenden Problemen einzuberufen. Nach der Pressekonferenz sprach Hans-Joachim Lorenz mit dem regierenden Bürgermeister. Bei uns in der Redaktion, Herr regierender Bürgermeister, klingen pausenlos die Telefone von Westberlinern, die wissen möchten, wann es denn für Sie nun auch einfacher wird. Es gibt zwar gewisse Erleichterungen seit August, aber das reicht den Westberlinern offensichtlich nicht. Sie sprechen Zwangsumtausch an und auch die Einreise, die einfache, zum Beispiel mit dem Ausweis nach Ostberlin.
Ja, sodass der Zwangsumtausch von 25 Mark eine hohe Belastung ist, für die, die öfter rüberfahren oder die, die Familien haben, größere Familien. Das weiß ich wohl. Wir haben immer wieder diesen Punkt auf der anderen Seite zur Sprache gebracht. Wir werden das auch unverändert tun. Man muss sehen, dass man eine Regelung, wenn schon nicht die Abschaffung, dann wenigstens die Herabsetzung hinbekommt im Zusammenhang mit den ohne dies bei der Bundesregierung anstehenden Gesprächen mit der anderen Seite über Devisenfragen. Das ist das eine. Das zweite, unkomplizierte Einreise ist den Westberlinern jederzeit möglich, wenn man einen Mehrfachberechtigungsschein hat, der ein Jahr lang gilt, mit dem man 10-mal ein- und ausreisen kann, dann kann man sich auch ganz spontan zur spontanen Einreise entschließen. Also heute Abend gehen wir mal in Ostberlin ins Kino oder was auch immer. Das ist also möglich und die Entbürokratisierung ist dadurch schon weitgehend erreicht. Sicherlich, man kann auch noch weitere Verbesserungen bekommen, aber zum Beispiel sind hier alle Grenzübergänge, die neu eröffnet worden sind, auch für Westberliner im Wechselverkehr von und zur DDR hin möglich. Haben Sie denn zurzeit Gespräche mit Ostberlin über die Verbesserung von Anbindung in Sachen Verkehrsmitteln, Öffnung neuer BVG oder BVB-Übergänge in Ostberlin für die U-Bahn zum Beispiel? Ja, das ist natürlich die Hauptaufgabe gewesen, erstmal in verkehrlicher, technischer und administrativer Hinsicht sicherzustellen, dass all die Besucher auch zu uns kommen können, dass das auch funktioniert und dass die Stadt nicht oder die Grenzübergänge hoffnungslos verstopft werden. Das ist uns ja bisher auch ganz gut gelungen. Da haben wir ja weitere Übergangsmöglichkeiten bekommen. Und ich bitte alle um Verständnis, dass wir erstmal diese Hauptaufgabe lösen, vor allen Dingen die verkehrliche Anbindung etwa unserer U- oder S-Bahn endstellen mit den U- oder S-Bahn-Stationen auf der anderen Seite, verbunden durch Busverkehr. Beispielsweise nach Potsdam gibt es jetzt zwei Buslinien. Früher gab es nur eine, die auf dem schrecklichen Parkplatz in Drewitz endete. Jetzt haben wir zwei. Beide gehen durch bis Potsdam. Die eine ist noch nicht ganz über die Glienicker Brücke klar, aber die wird dann auch noch kommen. Wird es in Kürze einen Grenzübergang Brandenburger Tor geben? Ist mir nicht bekannt. Aber man spricht zurzeit darüber? Oh, es gibt viele Gerüchte in der Stadt, aber ich kann nicht zu jedem Einzelnen Stellung nehmen. Rechnen Sie denn damit? Nein. Ja, das weiß ich nicht, ob das so richtig ist, wie der Regierende das eben gesagt hat. Die Menschen, die hier stehen jedenfalls heute Abend, die rechnen sehr wohl damit, dass die Mauer hier fällt am Brandenburger Tor. Und es gibt in der Tat leichte Hinweise dafür, ob man mit Polizeibeamten spricht oder mit sonst gewöhnlich gut informierten Kreisen, wie es so schön heißt. Aber der Besuch drüben auf der anderen Seite, der ist natürlich auch ein Thema. Hier am Brandenburger Tor, wo viele hundert nach der Arbeit noch hergekommen sind, wie überall in der Stadt. Wann dürfen die Berliner unkompliziert und wenn sie wollen, rüber auf die andere Seite? Das Thema auch von Gerd Horstmeier an der Invalidenstraße. Wenn der regierende Bürgermeister die Westberliner auffordert, jetzt stärker Ostberlin zu besuchen, so muss er davon ausgehen, dass sich für die Westberliner bei der Einreise nach Ostberlin überhaupt nichts geändert hat. Immer noch viel Bürokratie, immer noch mehrere Kontrollen, die beim Zoll zum Beispiel auch mal länger dauern können, und immer noch Mindestumtausch. All das sollte er in Verhandlungen mit Ostberlin möglichst bald verändern. So, das ist jetzt also die berühmte Situation, wo der Reporter nicht mehr so ganz genau weiß, wohin er gucken soll, weil die Menschenmenge um ihn rum ist und weil die Kommandos, die über den Lautsprecher kommen, natürlich nicht so ganz einfach zu verstehen sind. Aber das macht nichts. Das ist die Situation all überall in Berlin, in den Abendstunden, wie während des ganzen Tages, wo man an der Mauer steht und wo man sich informiert, zum Beispiel über die Aktivitäten, wie sie hier am Brandenburger Tor sind. Und da gibt es in der Tat einiges zu sehen. Wir zeigen es Ihnen mal mit einer Kamera. Es sind noch mehr Fernsehgesellschaften hier geworden. Ein Kollege von BBC hat eben einen Bericht ganz heiß rübergegeben nach London. CBS ist hier, NBC ist hier, die Japaner sind hier, die Franzosen, die Italiener. Ich habe sie nicht alle zählen können. Sie wohnen zum Teil in Zelten, sie sind die ganze Nacht hier und sie warten natürlich wie alle Berliner hier auch und nicht nur die Berliner auf die Öffnung der Mauer hier am Brandenburger Tor. Aktivitäten seit dem Gerücht, dass die Mauer hier fallen würde, hat es den ganzen Tag gegeben und wir haben sie beobachtet. Schon am frühen Nachmittag hatten sich vor dem Brandenburger Tor Hunderte von Menschen versammelt, weil angeblich hier die Mauer geöffnet werden sollte. Ich habe heute Mittag im ZDF gehört, dass die Mauer dass hier ein Durchgang geschaffen werden soll. Glauben Sie daran? Ja. Ich hoffe es. Heute wahrscheinlich nicht mehr, aber eines Tages machen wir das auch wieder auf.
Diesen Tag wollen die großen internationalen Fernsehstationen, die hier seit Tagen aufgebaut sind, natürlich nicht verpassen. Innerhalb einer Stunde waren mehrere Fernsehteams und Reporter vor dem Brandenburger Tor. Sie haben aber auch ein Gerücht gehört. Haben wir gehört und wir sind sofort gekommen. Dieser Kameramann hofft, dass die Mauer heute fällt, damit er endlich ins Bett kann. Pausenlose Versuche, das Gerücht zu erhärten oder zu dementieren. Von den Alliierten ist nichts zu erfahren. I don't know. You know as much as me. Er weiß so viel wie wir. Pressekonferenz im Rathaus Schöneberg. Auch Walter Momper konnte zu den Gerüchten nichts sagen. Ich weiß da schlichtweg nichts zu. Auf der westlichen Seite entwickelt sich das Ganze wie gewohnt zum Volksfest, beweist sich die Flexibilität der Marktwirtschaft. Frage, seit wann stehen Sie denn hier mit dem Bratwurststand? Seit 14 Uhr. Und Sie haben sich aufgrund dieses Gerüchtes ganz schnell eingestellt und sind hier hingefahren? Jawohl. Auf der östlichen Seite Truppenbewegungen und natürlich auch Neugierige. Gerhard Horstmeier fragte einen Major der Volkspolizei zu den Meldungen westlicher Medien. Im Anschluss an diese Meldung hat sofort der Präsident der Hauptstadt der Deutschen Volkspolizei, der Deutschen Demokratischen Republik, der Nasser Rausch, Kontakt aufgenommen mit ihrem Präsidenten, dem Herrn Scherz, und hat dort klargestellt, dass es sich um eine solche Öffnung am heutigen Tage nicht handelt. Auch nicht heute Nacht? Auch nicht heute Nacht. Sondern kann man mal sehen, wie gut diese neue Telefonleitung ist, nicht? Wunderbar. Das ist wirklich eine sehr gute Angelegenheit. Kann man nicht dagegen sagen, ja. Es wurde uns auch noch mal versichert, dass weitere Verhandlungen geführt werden, um dann zu dem CETA-Zeitpunkt und zu dieser Öffnung zu entscheiden, ja. Inzwischen, es ist 16 Uhr, offizielles Dementi auch im Westen und weniger optimistisch als auf der anderen Seite. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass das Brandenburger Tor heute und in absehbarer Zeit nicht geöffnet wird. Und nun wieder aus dem Studio weitere Meldungen. Der britische Außenminister Douglas Hurd kommt übermorgen nach Berlin. Voraus gehen morgen in Bonn Gespräche mit Bundesaußenminister Genscher über die jüngste Entwicklung in der DDR. Die SPD wird ihren Bundesparteitag Mitte Dezember vermutlich von Bremen nach Berlin verlegen. Die entsprechenden Vorschläge der Berliner und der bayerischen SPD nannte der Parteivorsitzende Vogel eine grandiose Idee. Jetzt werden die organisatorischen Probleme geprüft. Die Entscheidung fällt der Parteivorstand am Montag. Die Führung der Sozialistischen Einheitspartei Westberlin SEW ist zurückgetreten. Die SEW ist der Westberliner Ableger der SED. Der amtierende Parteichef Ahrens erklärte, mit diesem Schritt sollten Spannungen innerhalb der Partei vermieden werden. Zwischen Westberlin und Ortschaften in der Umgebung der Stadt verkehren bereits 9 Buslinien. Eingesetzt sind vor allem Busse der BVG, aber auch von den Verkehrsbetrieben Ostberlins und der DDR. Gefahren wird nicht nach Fahrplan, sondern entsprechend der Nachfrage. Schlicht E heißt sie, die Buslinie, die seit heute früh 6 Uhr direkt zum Bahnhof Falkensee fährt. Vom Rathaus Spandau über den Grenzübergang Falkenseer Chaussee. Die DDR-Bürger zeigen nur ihren Personalausweis, müssen also nichts bezahlen. Für alle Westler gelten normale BVG-Tarife. Während der Fahrt darf man ja eigentlich nicht mit dem Fahrer sprechen. Wir tun das trotzdem. Wo fahren wir jetzt lang? Wir fahren über die Falkenseer Chaussee zur Grenzübergang, zu dem neu eingerichteten Grenzübergang nach Falkensee. Und von da aus muss ich selber erst auf den Plan gucken, da es meine erste Tour ist. Also mit ein bisschen Spannung die Fahrt. Wie es denn war im Westen, in Spandau, wollten wir von unseren Gästen aus dem Osthavelland wissen. Das ist ohne, das ist mir alles zu voll gewesen. Ich weiß ja nicht, wo mir der Kopf so richtig steht. Waren Sie das erste Mal heute hier in West-Berlin? Nein, ich war jeden Tag seit Donnerstag. Seit die Grenzen geöffnet waren, nicht jeden Tag rübergekommen. Es ist ja jetzt viel besser mit dem Bus, ne? Ja, das ist ganz toll. Wir hatten ja gehofft, dass wir bei der allgemeinen Euphorie auch einfach so bis nach Falkensee mitfahren dürfen. Aber... So, Ihre Berechtigungskarten zum Empfang des Visa, haben Sie die? Leider nicht. Dann müssen Sie aussteigen. Ausnahmsweise mit durch dürfen. Nein, es gibt gesetzliche Regelungen, die gelten für jeden, auch fürs Fernsehen, auch fürs Radio. Und Sie müssten dann aussteigen und zurückgehen und dann sich die Berechtigungskarten beim Besucherbüro zum Beispiel besorgen. Ja? So ist es. Aber wenn wir jetzt eine hätten, dürfen wir dann durch? Ohne weiteres. Aber natürlich nur, wenn die Drehgenehmigung für die DDR auch dabei wäre. Ja? Dann bitte ich Sie doch auszusteigen. Ja? Wir können dann gerne von draußen, allerdings hinter der Staatsgrenze weiterfilmen. Ja? Naja, Pech gehabt, aber wir sehen das ein. Wir wollten es ja nur mal versuchen. Ja, genau so ist es. Das ist das, was die Leute, die hier stehen und was die Berliner alle hoffen, dass der junge Offizier, der da eben die Auskunft so freundlich gab, vielleicht eine andere Auskunft demnächst freundlich gibt. Und die lautet dann, Sie können ebenso gut weiterfahren. So, apropos weiterfahren, weitergehen. Wir gehen in den Norden, in den Wedding und da, wo die Häuser
fast ihre Nasen aneinander drücken, wo Nachbarn den Nachbarn im Osten gegenüber wohnen, wo man sich bisher nur verstohlen zuwinken konnte. Da sieht es jetzt ganz anders aus, an der Wollangstraße nämlich. Und da ist der Kollege Klaus Strebe jetzt. Ja, man könnte beinahe sagen, hier ist der Alltag schon wieder eingekehrt, aber das wäre weit übertrieben, denn der Grenzübergang ist ja seit gestern geöffnet, aber Normalität kann man das nicht nennen. Alle Menschen, mit denen ich sprechen konnte, meinten, sie glaubten, sie träumen. Man kann es noch nicht richtig fassen, obwohl es natürlich ja nicht ganz so spannend ist wie am Brandenburger Tor. Hier ist ja schon das große Loch in der Mauer, dort wartet man noch darauf. Aber hier ist große Aufregung, hier sind alle Geschäfte offen, auch jetzt noch. Voll ein gutes Geschäft läuft hier. Und ich habe mal ein paar Geschäftsleute herausgeholt. Ich danke Ihnen schön, denn eigentlich würden Sie lieber an der Kasse stehen. Da kommt der kleine warme Regen. Und Sie sind ein Kneipenwirt. Bei Ihnen waren auch schon ein paar von der anderen Seite. Wie läuft's denn? Ja, es läuft also ganz gut. Und die Wollangstraße erlebt hier eine kleine Renaissance, würde ich sagen. Ja, nicht nur am Bierhahn. Nicht nur am Bierhahn, sondern auch die umliegenden Geschäfte. Mhm. Und dass jetzt also viele Ostler auch drin sind, ja, also die für uns alles ist vielleicht noch, muss man das erstmal verdauen, ja, ist also unfassbar erst noch, ja. Wird sich vielleicht in 2-3 Wochen legen, ist jetzt alle so. Wir werden sehen. Also, ja. In Ihrer Kneipe war einer, also, der... Ich bin ja bloß der Angestellte, ja, und die Tochter ist auch hier, ja. Und ich darf mal kurz weiter. In Ihrer Kneipe war einer, der sagte, naja, ich habe schon immer mal geträumt, hier ein Bier zu trinken. Jetzt sitzt er hier und er trinkt, glaube ich, sogar mehr als eins. Sie haben ein Strickwarengeschäft. Sie waren ganz begeistert, haben Sie mir gesagt, und sind es auch noch. Wird es so anhalten? Wie läuft's? Ich hoffe, dass es anhält. Also ich bin seit 10 Jahren hier und es war also immer ziemlich ruhig. Und es ist jetzt wie Weihnachten, Geburtstag und alles zusammen. Ja, man kann es gar nicht beschreiben, es ist traumhaft. Und ich glaube, dass es anhält, denn wir sind alle freundlich zu unserer Kundschaft und die kommen bestimmt gerne wieder. Was kaufen die denn so? Alles mögliche. Einmal Strumpfhosen, Pullover, Jeans ist ganz aktuell. Ja, drüben ist es große Mode. Ja, also alles Mögliche. Quer durch den Garten. Natürlich preiswert. Also keine teuren Artikel. Nun hat man natürlich, das habe ich von anderen Geschäftsleuten gehört, jetzt ist der 100 Mark Begrüßungsgeld Segen. Ja. Der lässt ja auch mal nach. Ja. Wie meinen Sie, geht es dann weiter? Ja, ich würde sagen, da müsste der Senat und auch der Ostberliner Senat ein bisschen eine Lösung finden. Und ich glaube auch, dass viele Ostberliner, die haben ja alle Geld, was sie es ja drüben nicht ausgeben können. Und dann werden sie es schon irgendwie zu günstigen Bedingungen eintauschen können. Natürlich nicht 1:10, wie es im Moment ist. Das ist albern. Ja, da würde ich mich... Nee, also das finde ich unmöglich. Aber 1:4 vielleicht, das sieht dann schon anders aus. Also ich frage mal so einfach in die Runde der Wollangstraßenbewohner. Alles begeistert? Ja, sehr begeistert. Ja. Ja, und begeistert war auch vorhin eine Dame. Sie gehörte zu einer Kirchengemeinde. Denn hier, müssen Sie wissen, meine Damen und Herren, gab es schon immer eine evangelische Kirchengemeinde. Martin Luther Pankow West und Martin Luther Pankow Ost. Und die Dame erzählte mir eben beinahe mit Tränen in den Augen, am kommenden Sonntag gibt es nun endlich einen gemeinsamen Gottesdienst. Und damit zurück zum Brandenburger Tor, wo, glaube ich, die Spannung wächst. Es geht weiter mit Meldungen. Wegen des zu erwartenden Massenansturms von DDR-Besuchern können die Geschäfte an den kommenden Novemberwochenenden länger öffnen. Und zwar freitags bis 20 Uhr und sonnabends bis 18 Uhr. Sozialsenatorin Stamer will noch heute eine entsprechende Verfügung erlassen. Erst Ende November wird über die Dezemberwochenenden entschieden. Junge Ärzte aus West-Berlin sollen in Ost-Berlin arbeiten können. Noch heute Abend finden erste Gespräche statt, um die damit verbundenen Probleme zu klären, zum Beispiel Fragen der Versicherung und der Bezahlung. An den Gesprächen beteiligen sich Vertreter der Senatsgesundheitsverwaltung, der Ärztekammer und der Wohlfahrtsverbände sowie Beauftragte des Ost-Berliner Magistrats. Ehrung für Bärbel Bohley. Zu Beginn des Karl-Hofer-Symposiums in der Hochschule der Künste wurde der Ostberliner Malerin heute Mittag der Karl-Hofer-Preis verliehen. Als Anerkennung ihrer Zivilcourage und ihres Engagements, mit dem sie zur Wegbereiterin für das neue Forum in der DDR wurde. Und ich weiß, dass die Entscheidung, dass dieser Preis an mich fällt, eine politische Entscheidung ist. Fast niemand kennt Arbeiten von mir hier. Und ich selber habe in den letzten Jahren meine Arbeit wirklich ziemlich zurückgestellt, weil ich immer mehr das Gefühl hatte, dass man in dieser Situation nicht mehr in seinem Atelier sitzen kann. Die HDK erhofft sich jetzt eine bleibende Verbindung zwischen der Hochschule und der Künstlerin.
Die DDR will künftig darauf verzichten, die Vermögen geflüchteter Bürger zu beschlagnahmen. Wie ADN am Abend berichtete, sollen keine staatlichen Treuhänder mehr eingesetzt werden. Die ehemaligen DDR-Bürger können jetzt entsprechend den Rechtsvorschriften für ihre Vermögensangelegenheiten selbst sorgen. Ein Hinweis: Im dritten Fernsehprogramm läuft heute eine Sondersendung der Reihe N3 aktuell. Der Titel: Es gibt keine Tabus mehr. Christian Walter vom SFB berichtet aus der Redaktion der Ostberliner Tageszeitung Der Morgen. Drittes Programm 20.15 Uhr, N3 aktuell. Und hier am Brandenburger Tor, da teilt die Polizei aller Augenblick den Neugierigen, den Besuchern, den erwartungsfrohen, den gespannten Besuchern, den Berlinern hier mit, dass nicht damit zu rechnen ist, dass heute Abend oder heute Nacht die Mauer hier am Brandenburger Tor noch abgebaut wird und ein neuer Übergang geschaffen wird. Das Ihnen nur als kleiner Service angesichts dieses Tores, das 1958 dann schließlich nach Gipsabdrücken wieder erneuert dastand als Symbol dieser Stadt. Es hat wahrscheinlich wenig Sinn zu sagen, wie breit es ist und wie lang es ist. Es hat aber wohl sehr viel Sinn zu sagen, dass auch dieser Abend und dieser Tag ein großer Tag für Berlin war. Und dass wir alle mit heißem Herzen hoffen, dass es noch viele dieser Tage, viele Monate und viele Jahre gibt, wo wir einander sehr nahe sind. Das war's von der Berliner Abendschau. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Macht's gut, Nachbarn.